Hallo, mein Name ist Sebastian. Ich entwickle Spiele. Das hier ist von Start bis Play Store ein Tutorial, in dem wir also ein Mobile Game von Anfang bis Ende machen. Das ist schon die 24. Folge und zuerst mal schauen wir wieder, was bisher alles so passiert ist. Also, wir waren hier, wir konnten die Farben ändern von dem Truck und so weiter. Jetzt nicht nochmal schauen. Dann konnte man ein Level starten, erstmal nur den ersten. Die gespeicherten Farben wurden auch angepasst, also das Fahrzeug hat sich entsprechend verändert. Dann hatten wir in der letzten Folge hier diesen Münzen-UI, diesen Zähler hier gemacht und auch, dass man Münzen aufsammeln kann. Der Effekt ist jetzt natürlich nicht so dolle irgendwie, ne? Dass einfach nur die Münze größer wird und die wird da oben hochgezählt, das schon. Also jetzt geht es darum, diesen Effekt ein bisschen schicker zu machen und zwar soll es erstmal beim Einsammeln so einen kleinen Effekt geben, so ein Aufblitzen vielleicht oder so. Und dann soll sich die Münze Richtung Zähler da oben bewegen und dann langsam so ausfaden und dann am Ende nochmal einen Effekt, wenn sie hier angekommen ist. Bevor wir das anfangen, würde ich gerne noch eine Kleinigkeit ändern vom letzten Mal. Und zwar hatten wir dieses Race-Event on Trigger. Das hat einfach nur ein Event ausgelöst beim Game Manager und bei der UI und die Münze wurde hochgezählt und gespeichert und so weiter. Haben wir beim letzten Mal geguckt, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr noch mal reingucken. Und dann hatte ich hier noch eine Sache gemacht, dass hier ein Transition-Skript, dieses Easy Transition, hatten wir benutzt dafür, um eine Übergang, eine Animation zu machen, ohne den Animator und um das hier zu starten. Aber eigentlich ist das hier ein bisschen fehl am Platz und wenn wir jetzt sowieso diesen Effekt ein bisschen ausbauen, ein bisschen mehr machen, dann können wir das auch gleich dort machen und müssen das hier nicht machen, weil eigentlich ist das hier nur gedacht, um ein Event zu triggern und für mehr nicht. Also ein Event zu triggern, wenn eine Kollision, ein Trigger stattgefunden hat, ne? 2D-Trigger. Okay, also das hier würde ich einfach wieder rausschmeißen und natürlich hier oben auch das Destroy Self, das brauchen wir nicht. Sollte also die Münze nicht mehr weggehen. Ne? Wird zwar hochgezählt, geht aber nicht mehr weg. Und jetzt machen wir das quasi, diesen Effekt, machen wir uns eine neue Klasse dafür, ein neues Skript. Und zwar bei Skripts, vielleicht auch bei Animation rein. Also wir machen ein neues C-Sharp-Skript. Effekt on Trigger. Können wir dann auch für andere Sachen noch benutzen, nicht jetzt hier nur für die Münzengeschichte. Gut, jetzt können wir mal überlegen, bevor wir das ganze Effektzeug machen, vielleicht mal schon mal überlegen, was brauchen wir alles, was könnten wir alles nehmen. Also zuerst mal werden wir auf jeden Fall ein Partikelsystem, Partikeleffekt benutzen. Das müssen wir also starten. Dann würde ich sagen, machen wir einmal eine Transition für die Bewegung und einmal eine Transition für das Ausfaden, also langsam unsichtbar werden. Und dann ist es so, wir müssen ja jetzt ein Ziel haben, wo das Ganze sich hinbewegen soll. Also ich will sowieso noch kurz mal noch was sagen dazu. Und zwar, wir sammeln jetzt auf. Aber die Kamera bewegt sich ja. Das heißt, wie sollen wir ja jetzt hier eine Animation machen, die das jetzt dahin bewegt? Weil der Punkt, ja, der wird doch immer anders, ne? Nicht so einfach, das Ganze mit einer Animation zu machen, ne? Deswegen würde man die Bewegung auf jeden Fall hier per Skript machen. Und auch das Partikel starten. Also das ist am Ende also genauso viel Aufwand und wir müssen auch skripten, wenn wir das mit dem Animator machen. Da können wir es auch gleich alles skripten und dann haben wir das aus einem Guss. Vor allem deshalb, weil wir dieses Easy Transition sowieso schon haben. Ne? Also diese Klasse hier, mit der wir Übergänge machen können, Animationen, Übergänge, ohne den Animator, die haben wir eh schon. Und Partikel gibt es in Unity das Partikelsystem, also warum sollen wir da den Animator noch nehmen? Okay, also ich gehe mal in den Level. Also hier zu der Münze hin machen. Wenn jetzt hier das Fahrzeug ist, dann muss ja sich die Münze dahin bewegen. Also brauchen wir auf jeden Fall hier irgendwie, dass wir das finden. Ne? Jetzt könnten wir das natürlich hier fest angeben in unserem Skript nachher, das wir gerade machen, also in diesem Effektskript. Aber da müssen wir jetzt bei jeder Münze hier dieses Level-UI da reinziehen. Ne? Also das ist ein bisschen unpraktisch. Deshalb würde ich sagen, wir machen das per Tag-Name. Also das heißt, dieses Coin-Icon hier, das kriegt ein Tag.
UI-Coin würde ich es nennen. Ich speichere das. Also dann nochmal ins Skript wieder. Wir brauchen also hier den Tag-Name. Und zwar haben wir einmal einen Tag-Name für den Trigger. Also wenn das Fahrzeug ankommt, in dem Fall wäre es halt der Truck, aber vielleicht brauchen wir später nochmal für andere Sachen. Deswegen immer allgemein machen, nicht festlegen auf bestimmte Dinge, sondern immer an der Funktion würde ich das knüpfen. Also so mache ich das jedenfalls meistens. Und dann brauchen wir noch das Target, also das Ziel, Target Tag Name. Da haben wir unsere beiden Tags. Und dann würde ich sagen, machen wir uns noch ein Game-Objekt. Also eine Private-Variable Game-Objekt. Und das ist dann unser Target. Also da soll es hin. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal on Collision hier feststellen, wann wir kollidiert sind mit dem Trigger-Tag-Name. Und dann müssen wir natürlich abfragen, ob die Kollision mit dem Trigger-Tag-Name hier, mit dem Objekt, mit diesem Namen stattgefunden hat. Also so würde man es machen. Compare-Tag, Trigger-Tag-Name. Und jetzt müssen wir uns, wenn das so ist, müssen wir uns zuerst mal das Target hier oben besorgen. Das heißt, wir müssen das Game-Objekt finden. Also so, find Game-Objekt with Tag und dann Target Tag Name, also das hier. Und jetzt haben wir Target. Und jetzt kommt so ein bisschen was, wo wir noch was ändern müssen in dem Transition-Skript. Und zwar, wir haben ja, ich gehe nochmal in Unity rein, oder am besten in das Prefab vom Coin rein. Also hier haben wir unseren Coin und dann haben wir hier ja dieses Easy Transition-Skript. Und hier haben wir erst hier diese Vergrößerung gehabt. Da würde ich jetzt gleich eine Position rausmachen. Das hier setze ich mal auf 0, das machen wir dann von außen. Also es das heißt, dieses Target Transformation, das setzen wir von außen. Gucken wir mal rein in das Skript Easy Transition. Also hier ist unser Easy Transition Skript. Und da haben wir hier unten eine Methode Set Transition. Da kann man auch das Target Transformation setzen mit, aber auch noch viele andere Sachen. Das ist also gar nicht notwendig alles. Das können wir auch im Inspektor angeben. Und hier genauso. Und hier unten ist noch eins mit Set Target Transformation. Und das habt ihr noch nicht. Das habe ich nämlich jetzt gerade gemacht. Und hier wird einfach nur Target Transformation gesetzt, ohne dass das andere hier noch mitgesetzt wird. Also das müsstet ihr euch noch machen hier. Also, und jetzt brauchen wir hier das Transformation. Das können wir jetzt starten hier. Und zwar dieses Move Transition. Das nehmen wir uns jetzt. Starten erstmal die Transition hier. Also mit diesem Target, dieses Target.transform.position könnte jetzt also als Ziel angegeben werden, eben genau für dieses Set Target Transformation, ja. Und dann würde unser Easy Transition Skript das Objekt dorthin animieren, ja. Aber hat einen Haken. Stellen wir uns mal vor, wenn sich das Fahrzeug bewegt, dann ändert sich ja auch automatisch die Position, weil die Kamera mit weitergeht. Das heißt, das Ding würde unter Umständen ein Stück dahinter fliegen, auf jeden Fall, also in der Bewegung, auf jeden Fall nicht direkt auf die Münze zu. Ihr werdet nachher sehen, was das heißt. Wenn wir nachher fahren, dann wird das richtig so einen Bogen machen, weil wir nämlich uns weiter bewegen. Das heißt, hier ist also jetzt nicht die richtige Möglichkeit, die Target Transformation zu setzen, also diesen Vektor 3 zu setzen, sondern das wäre eher besser, wir machen das hier oben im Update, damit das ständig aktualisiert wird. Das heißt, wir müssen hier erstmal gucken, ob das Target schon gesetzt ist. Also if Target ungleich null. Ne? Und jetzt können wir die Position zuweisen. Das heißt also, wir müssen jetzt die Move Transition, Set Target Transformation, würden wir jetzt hier die Position angeben, aber da gibt es auch noch einen Haken. Und zwar, das zeige ich euch gleich. Wir haben ja hier unsere Kamera und das hier, also die Koordinaten, die hier sind, also zum Beispiel von dieser Münze, das sind World-Koordinaten. Aber diese UI, die geht ja immer mit, die ist ja an den Screen gebunden. Das ist also eine Screen-Koordinate. Wir können also nicht einfach sagen, das hier, wenn wir jetzt quasi das hier rausfinden,
dass wir den dorthin bewegen. Das funktioniert nicht, sondern wir müssen rausfinden, je nachdem, also wo die Kamera halt gerade ist, ist ja diese Koordinate eine ganz andere World-Koordinate. Also wenn das hier am Anfang ist, die Münze, dann ist das vielleicht eine World-Koordinate, sage ich mal, von 1 hier. Hier hinten, wenn der Screen weitergewandert ist, dann ist es hier hinten vielleicht eine 100, ja? Also versteht ihr, das wandert mit. Wir müssen also immer das Umrechnen von Screen zu World. Das heißt, wir machen uns hier noch eine Variable. War WordPoint vielleicht. Und da gibt es jetzt von Unity eine Methode dafür, und zwar von der Kamera. Und die rechnet uns das jetzt um. Hier können wir jetzt einfach also Target.Transform.Position umrechnen lassen. Und hier kommt dann halt unser WordPoint rein. Ja, eine Sache sollten wir noch machen. Wir sollten das noch einschränken. Also hier checken, ob die Move Transition überhaupt benutzt ist. Weil wir wollen es ja so machen, oder ich dachte jedenfalls, dass wir es so machen, dass das hier für verschiedene Fälle geht, ne? Also wir würden manchmal eine Move Transition haben und manchmal haben wir die gar nicht, sondern nur so eine Fade Out Transition zum Beispiel und Partikel, ja? Wenn wir nichts bewegen wollen. Wir müssen aber trotzdem dann jetzt checken, falls das hier nicht gesetzt ist, dass das hier nicht passiert, ne? Also wir müssen hier gucken. Also wir machen das nur, wenn wir hier Move Transition zugewiesen haben. Ansonsten nicht. So, jetzt können wir schon mal testen, ob das Ding sich dahin bewegt. Auf jeden Fall wieder in das Prefab vom Coin, nicht in Coin hier in der Szene, weil sonst, oder da müsste man es halt hier, wenn man das macht, wenn man hier jetzt verändert, dann kann man das hier oben ja mit Override dann zuweisen oder so, aber wir machen es mal am besten gleich direkt im Prefab. Also, wir wollen die Position, die Kurve hier. Die habe ich mir jetzt so gemacht, so wäre es vielleicht ganz praktisch. Das heißt hier eigentlich, das fliegt schnell los und läuft dann langsam ein. Okay, nun, das ist hier uninteressant, das setzen wir durch Skript. Die Dauer 0,7 habe ich hier. Und dann habe ich hier ein On-End-Event, und zwar, wenn das Ganze abgelaufen ist, also nach 0,7 Sekunden, dann setzt sich also, wird die Münze also Set Active False gesetzt. Das heißt also, das hatten wir beim letzten Mal schon gemacht. Hier haben wir unser Coin und dann ist das hier von Game Object das Set Active False in dem Fall. Das heißt also, die blendet sich dann selber aus. Das hätten wir also schon mal. Dann brauchen wir nur noch unser Skript, das wir eben gemacht haben, und zwar dieses Effekt-Skript, Effekt on Trigger. Da haben wir Partikel, das lassen wir noch frei, das machen wir gleich. Dann die Move Transition, das ist diese hier. Fade Out machen wir auch gleich. Und den Trigger Tag nehmen, das wäre unser Truck. Und den Target Tag nehmen, das war UI Coin. Jetzt müsste das eigentlich schon gehen. Also ihr seht, das fliegt da genau hin. Und wenn ihr genau geguckt habt, dann ist das nicht hier in die Mitte geflogen, sondern hier an den Rand. Das ist was wir noch ändern könnten gleich. Wir mal in dieses Level UI, da wo die Münze ist, also ist hier im Panel drin, hier bei Coin Icon. Und dieses Coin Icon hat hier einen Anker links in der Ecke. Und das ist jetzt ungünstig, weil das fliegt hierher, wo das Origin, also hier das Pivot ist. Deswegen das auf 0,5 setzen. Also es geht, ne? Und jetzt mal der Unterschied. Ich zeige es nochmal ganz kurz. Wenn man jetzt schnell fährt, dann wird man richtig sehen, wie die einen Bogen machen beim. Ne? Seht ihr das? Die laufen nicht direkt zu, sondern die laufen an ihre erstmal an die Position, die sie am Anfang hatten. Das wäre hier hinten irgendwo. Dann wird festgestellt, dass sich der Vektor verändert hat, also wird ständig neu zugewiesen und dann machen sie einen Bogen und fliegen direkt dahin. Und das mit Animation hinzukriegen, mit dem Animator von Unity, das wird schwierig, ne? Also das kann man so gar nicht machen. Solche Dinge sollte man also per Skript lösen eigentlich. Haben wir den Teil. Jetzt bräuchte man dieses Fade Out noch, nämlich dass die Münze also langsam ausfadet. Also wieder ins Prefab rein. Dann haben wir hier Easy Transition. Das war jetzt also diese Bewegung. Und hier würde ich jetzt noch ein neues Easy Transition Skript machen. Vielleicht am besten gleich da drunter. Und das macht jetzt hier also das Fade. Da brauchen wir also Sprite Color. Hier könnten wir ruhig linear machen als Verlauf einfach. Also linear interpoliert.
So, und dann haben wir hier die Target Color. Die können wir hier auch auf so ein Gelb-Orange setzen. Dann aber auf Alpha 0, weil es soll ja ausgeblendet werden. Und dann würde ich das ebenfalls 0,7 machen. Und ein End-Event brauchen wir eigentlich hier nicht. Eine Verzögerung am Ende auch nicht. Das müsste so passen eigentlich. Wenn wir das jetzt zuweisen, nämlich hier auf das Fade-Out, dann müssen wir das Fade-Out-Transition eigentlich nur noch starten. Das müssen wir natürlich jetzt wieder im Skript machen, ist klar. Also hier, so, haben wir das? Können wir das mal austesten in Unity? Also das funktioniert auch, habt ihr gesehen, es fliegt dahin, wird so langsam ausgeblendet. Jetzt könnte man für den Effekt vielleicht noch so eine Spur machen, so ein Trail. Also wieder ins Prefab-Coin. Und da gibt es also eine schöne Möglichkeit in Unity, und zwar ein Trail-Renderer. Mit dem können wir das ganz einfach lösen. Müssen wir dann mal gucken, wie die Breite ist. Also doppelt reinklicken, ein bisschen runterziehen. Und da kann man schon sich das angucken eigentlich, indem man hier einfach das verschiebt. Dann sieht man schon. Gut, dann ist das natürlich nicht das, was wir wollen, das Lilane. Da müssen wir uns jetzt ein anderes Material nehmen. Und da würde ich mal das Default Line nehmen. Das ist das hier. Und das Ganze so ein bisschen zu gelb hin verlaufend oder zu vielleicht sogar orange. Und am Anfang hier würde ich sagen, das Alpha Arc runter. Ja, doch gar nicht so schlecht vielleicht. Wir müssen auf jeden Fall noch mit dem Sorting Layer gucken. Da waren die Bäume waren davor. Das heißt also, hier müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir hier den Sorting Layer Truck nehmen. Also über allem. Vielleicht sogar ein bisschen hoch hier. Ich weiß nicht, was haben wir bei Coin gemacht? Bei der Münze selbst. Beim Sprite Renderer haben wir Truck 20. Können wir das hier eigentlich auch so machen? Vielleicht 19. Ist tiefer. Gut, okay. Dann sah das eigentlich gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Vielleicht hier am Anfang, dass das auch gelb ist. Ja, also sieht doch gar nicht so schlecht aus, die Bewegung. Kann man vielleicht dann noch ein bisschen stärker machen und so. Jetzt würde ich mich erstmal darum kümmern, dass wir hier ein Partikel noch machen für unsere Münze. Dachte ich mir so, dass wir uns von dem Dollarzeichen also nur Weißes erzeugen. Also dass wir quasi so einen Rand nur haben in Weiß, mit ein bisschen Transparenz und das Dollarzeichen ebenfalls mit ein bisschen Transparenz. Man sollte, wenn man für Partikel jetzt also Materialien macht und benutzt, dann ist das sowieso sinnvoll, das also meistens also in Weiß zu machen, damit man dann mit dem Partikelsystem Farben hinzufügen und verändern kann. Also einfach zeige ich euch gleich. Also das heißt, wir brauchen jetzt so einen Dollar, so eine Coin, so ein Coin in Weiß mit ein bisschen Alpha. Okay. Dann gehen wir auf Window, Easy Image Editor. Hier so ein kleines Zeichenprogramm in Unity. Nee, ist ein Witz. Habt ihr nicht, braucht ihr jetzt auch nicht suchen. Das von mir, daran arbeite ich. Das entwickle ich schon eine ganze Weile. Ich hoffe, dass es auch irgendwann mal fertig wird. So ein kleines Nebenprojekt. Dann wird es auch im Asset Store zu finden sein. Also es ist hier so ein kleines Zeichenprogramm, mit dem man direkt in Unity zeichnen kann. Habt ihr jetzt natürlich nicht, aber ich zeige euch hier, was ihr machen müsstet. Dann eben mit eurem Zeichenprogramm, ne? Also ich mache mir hier ein neues 64x64 Sprite. Und dann die Farben brauche ich alle nicht. Ich will nur schwarz und weiß haben. Okay.
Und ihr könntet dann vielleicht sogar anders machen. Ihr könntet dann aus eurem Münster dann einfach ein Schwarz-Weiß-Bild machen mit einem normalen Zeichenprogramm. Geht's. Bei mir geht es hier so noch nicht. Ich muss ein bisschen anders machen. Okay, dann brauchen wir ja erstmal die Münze. Die haben wir hier im Kursmaterial Mobile Game von mir. Und da ist sie hier mit dem Sprite-Sheet drin. Das wäre also das hier. Also wir brauchen hier nur den Teil, müssen wir ausschneiden. Okay, jetzt habe ich die hier. Gehe ich zurück nochmal. Kann ich mir die hier reinsetzen? Gut, okay, daraus will ich jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild haben. Das müsst ihr in eurem Zeichenprogramm natürlich hier ein bisschen anders machen, als es hier bei mir ist. Okay, und jetzt will ich das Weiße raus haben. Und das hier soll weiß werden. Okay, also so soll es am Ende aussehen. Ich speichere das noch. Am besten hier in unseren Sprite-Ordner. Da haben wir bis jetzt hier nur das Sky Gradient und das Water von früheren Folgen. Gut, nachdem wir das jetzt haben hier, können wir an unseren Partikel gehen. Zuerst mal brauchen wir ein Partikelmaterial. Wir haben noch keinen Ordner dafür, würde ich sagen, machen wir uns erstmal einen neuen Ordner. Also Particle Material. Rein. Neues Material. Das wäre dann also Coin Particle. Jetzt brauchen wir hier bei Coin Particle Universal Render Pipeline Particles und eigentlich Unlit. Finden wir ja aber nicht, komischerweise. Mal gucken. Da ist er. Unlit Universal. Okay. Haben wir den? Dann brauchen wir hier bei Basemap unser Coin, was wir gerade gemacht haben, also unsere Textur. Das war bei Sprites drin. Particle Coin. Okay. Müssen wir mal gucken, ob wir hier noch was umstellen müssen. Müsste aber jetzt schon so gehen eigentlich. Machen wir erstmal den Partikel und dann gucken wir mal. Also jetzt hier ins Prefab vom Coin. Und da wir uns jetzt hier noch ein Partikel dazu. Also hier Effects, Partikelsystem. Den müssen wir natürlich auf jeden Fall auf 0,0 setzen. Es soll quasi so nach außen gehen. Nee, Quatsch, Shape meine ich. Ein Cone. Das bringt uns nichts. Wir brauchen Circle. Und dann brauchen wir hier beim Renderer jetzt auf jeden Fall das andere Material. Das passt hier oben. Hier brauchen wir jetzt unser Material, was wir gerade gemacht haben, nämlich dieses Coin-Partikel. Dann müssen wir auf jeden Fall mit dem Truck-Layer und auch auf 20, damit es oben drüber ist, über der Münze. Oder höher als 20, meine ich. Dann brauchen wir Size over Lifetime. Dass es also mit der Zeit größer wird. Dann brauchen wir hier natürlich keine 1000, da sagen wir mal 30. Das muss extrem kurz sein. Also auch so eben so lange, wie die Animation überhaupt nur geht. 0,7 hatten wir da. Start Delay haben wir nicht. Start Lifetime. So, Start Speed. Das machen wir gleich. Gucken wir erstmal nach den Farben. Also Color over Lifetime vielleicht. Da stellen wir uns jetzt auch so einen Verlauf ein. Oder Orange. So, aber wie ihr seht, haben wir jetzt hier noch keinen. Das nimmt nicht die Farben an. Dem Color over Lifetime. Das funktioniert also noch nicht. Jetzt nicht 300, sondern 30. So, jetzt haben wir hier noch keinen Dollarzeichen, ne? Das liegt auf jeden Fall an unserem Partikel, an unserem Material. Clipping brauchen wir. So, jetzt haben wir das zwar, dass man das Dollarzeichen sieht, aber das geht hier immer noch in alle Richtungen. Also hier müssen wir auf jeden Fall mal 0, dass es nach vorne geht, geht trotzdem noch in alle Richtungen. Und dann würde ich sagen, können wir das Shape vielleicht sogar abschalten. Ja, das sieht ja schon mal gut aus. So, jetzt das Ganze ein bisschen größer.
Okay, dann nicht Looping, sondern das soll ja nur ein kurzer Effekt sein. Dann können wir vielleicht sogar noch mal gucken, wie es aussieht, wenn man das dreht. Rotation over Lifetime. Könnte eigentlich ganz gut sein. Vielleicht noch ein paar mehr Partikel sogar. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal die Farben hinkriegen. Das zu beurteilen richtig. Das funktioniert hier noch nicht mit dem Color Over Lifetime. Das heißt, wir müssen noch mal kurz gucken mit dem Material, ob das jetzt passt. Das ist genau das, was wir brauchen. Partikels anlegt. Ah ja, okay, da kommen wir schon mal in die Richtung. Okay. Also, das sieht da eigentlich gar nicht so schlecht aus. Können wir uns mal angucken. Wir müssen auf jeden Fall das noch starten können, ne? Das heißt, wir müssen jetzt den Partikel noch starten in unserem Skript. Wir brauchen also, das Partikel haben wir schon. Dann, wenn Partikel da ist, also if Partikel ungleich null, dann Partikel Play einfach. Das müsste jetzt eigentlich schon ganz nett aussehen. Gucken wir uns mal an. Naja. Also hier ein bisschen größer noch. Ja. Doch ganz nett aus eigentlich. Würde ich mal so lassen. Erstmal. Also sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, als dass es vorher nur so ein bisschen groß geworden ist irgendwie und dann auf einmal schlagartig weg war, ne? Das ist jetzt doch schon ein bisschen was anderes hier. So, also was jetzt noch fehlt, ist eigentlich irgendwie noch Sound, ne? Also noch irgendwie ein Geräusch, wenn der Truck das aufnimmt. Das wäre schon mal gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Ich nehme mal hier dieses SoundFX Pack, das Free Casual. Könnt ihr mal gucken, findet ihr bestimmt im Asset Store. Naja, okay, nehmen wir mal das hier. Ist auch nicht der Hammer, aber ist halt nichts. Das war Pickup Soft, glaube ich. Also Audio Clip. Dann würde ich euch hier sowieso empfehlen, immer, dass ihr hier Kompression macht. Also zumindest beim Mobile Game eigentlich auch immer. Also ich mache mal erstmal 50. Bei so einem Soundeffekt hätte da gar keinen Unterschied. Da gibt es natürlich einen Unterschied, aber den kriegt der Spieler gar nicht mit. Ja. Das wird bei dem Aufsammeln. Da kann man sogar noch tiefer gehen. 30 gesehen. Also hat sich schon ziemlich verändert, ne? Okay. Also, dann haben wir das. Pickup, Soft. Und jetzt müssen wir das natürlich noch starten. Eine Audio Source. Serialized Field. Collect Sound. Den müssen wir natürlich starten. Ja, wann machen wir das am besten hier, wenn wir es gefunden haben. Hier können wir genauso vorgehen, dass wir gucken, ob der Sound da ist. Falls der nicht zugewiesen sein sollte, wird dann natürlich auch nicht abgespielt. Geht ja nicht. Hätten wir also das noch. Jetzt müssen wir beim Sound noch mal kurz gucken nach den Einstellungen. Play and Awake auf jeden Fall nicht. Loop wollen wir auch nicht. Passt also. Das andere haut hin. Jetzt müsste es eigentlich schon funktionieren, dass wir jetzt dann was hören. Ich mache mal hier das Mute Audio. Nee. Nö, gibt es noch keinen Sound. Haben wir noch gar nicht zugewiesen. Kann ja nicht gehen. Ja, also klingt nicht so toll. Aber funktioniert. Könnt ihr euch noch was Besseres suchen? Ich werde auf jeden Fall auch noch was Besseres suchen dafür. Also dann, hat's mich gefreut. Ja, ich hoffe, ihr bleibt dran. Dieses Tutorial wird wirklich so weit gehen, bis es ein gutes Spiel ist und auch wir das ins Play Store stellen könnten und auch mit Werbung und so weiter, was dazugehört, Word Ads und so weiter, speichern, Cloud speichern, alles wird es geben. Das dauert halt eine Weile, ne, ist klar. Aber ich denke mal, so viele Tutorials, die so umfangreich sind, kostenlos auf YouTube, gibt es so nicht. Deshalb, wenn ihr dranbleiben wollt, wird es mich freuen, wird sich auf jeden Fall lohnen. Und lasst mir bitte ein Like und ein Abo da, wenn ihr noch kein Abo habt. Und dann also bis zum nächsten Mal. Ciao.